Hey, auch wieder da. Ja, ich auch. Hab ja sonst nichts zu tun hier. Also weiter geht's. Ich liebe es, es ist so geil. Was soll ich da noch kommentieren? Ey, ohne Spaß, diese Strecke, ne? Das wird der BDSM-Porn von morgen. Es ist ja so torturing hier. Das gibt es ja gar nicht. Was soll man denn da? Das. Ja, ich hatte jetzt ungefähr 2 Minuten Zeit, mir diesen Wahnsinnsgag zu überlegen. Ach, ey, ohne Scheiß, was ist. Ich krieg das hier nicht mehr hin. Ich krieg das einfach nicht mehr hin. Das ist wirklich noch die ganze Nacht da dran, glaube ich. Wenn ich es jetzt echt nicht langsam abbreche oder schaffe. Es wird immer unproduktiver. Das bin ich eigentlich gewohnt.
Ist doch einfach nicht wahr, Mensch. Wieso kann ich das denn einfach nicht geschissen kriegen langsam? Wie spät ist es denn jetzt hier? Ach, schon fast 19 Uhr. Super. Wann habe ich angefangen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss gleich mal lauter und leiser machen. Nicht, dass dann gleich wieder mittendrin der 2-Stunden-Balken meines Fernsehers kommt. Da habe ich nämlich absolut keinen Bock drauf. Wenn er sich dann so mitten reinklatscht. Am besten auch, während ich fast das Ganze schaffe. Und es läuft langsam auf 2 Stunden hinaus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe jegliches Zeitgefühl von Parts verloren. Absolut. Ich mach's mal gerade sicherheitshalber. So. Es wird auch einfach einen Riesenspaß beim Schneiden. Aber es ist mir gerade sowas von egal. Ich kann ja eigentlich die ganze Aufnahme auch in die Tonne kloppen. Es hat keinen Mehrwert hier, diese Aufnahme. Echt nicht. Dann leckt das Bild wieder total rum. Dankeschön. Sowas will man natürlich sehen. Ist auch nicht schlecht gemacht. Würde ich aber nicht mehr so hinkriegen. Davon abgesehen, dass ich es einfach nicht die ganze Zeit versuchen will. Ich hasse es so sehr. Kann nur hoffen, dass die restlichen Geister wirklich chillig werden. Also deutlich leichter als das hier, weil das ist echt hart. Das ist echt richtig hart. Wenn die alle im Style von Inferno und so sind, okay. Ich werde so feiern, wenn ich die Strecke hinter mir habe, weil es ist einfach die letzte. Es ist nicht die, nee, die letzte nicht, aber es ist die härteste. Es ist definitiv die härteste. Das kann ich noch nicht beurteilen, aber andere, die es gemacht haben, und denen glaube ich. Und ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, dass auch ich genau dasselbe empfinde. Denn das ist ja echt nicht wahr. Das ist echt pure Qual. Wieso habe ich schon wieder so viel? Ich mache hier einfach nur noch Mist, habe ich das Gefühl. Obwohl es mir eigentlich gar nicht so vorkommt, aber ich baue irgendwie immer nur Mist.
Diese Strecke ist einfach Bullshit. Dieser Strecke komme ich mir vor wie, keine Ahnung, ein Moslem an Weihnachten. Ich feiere das überhaupt nicht. Was? Ey Gott, gut. Gut, dass der Versuch sowieso verkackt ist. Ich wollte nämlich schon wieder abspringen. Hat man vielleicht gesehen. Alter. No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más niño, sino que era un viejo tren. Que yo no era más niño, sino que era un viejo tren. El oscuro gran vagón, muy cacao de ilusión, no paraba de reír al llegar a la estación. Choco, 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 choco. Es kann einfach nicht wahr sein. Guck doch mal, der ist schon wieder so weit weg. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das zum Teufel machen? Ich will das Spiel verbrennen. Einfach nur verbrennen. Und der klägliche Versuch, mich mit Kinderliedern an irgendwas Schönes zu erinnern, das geht nicht. Die Strecke holt mich in die Realität zurück und die ist grausam. Die ist einfach nur grausam. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Sorry. Nach diesem Part ist Schicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es geht nicht. Ich kriege es nicht geschissen. Niemals. Weil dann solche scheiß Dinger passieren. Mein Gott, es kann nicht wahr sein. Ich muss nochmal meine Energie bündeln. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Mann. Ich muss das jetzt schaffen. Come on, ich muss das jetzt schaffen. Es kann nicht wahr sein, dass ich an dieser Stelle scheitere, an dieser scheiß Strecke. Ich schaff das jetzt.
Nächster Versuch. Komm schon, es ist doch nicht dein Ernst.